Hi und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe heute wieder ein neues Unboxing für euch. Bei mir ist die Zauberbüchse angekommen für den Monat August. Und es ist noch ein kleines Päckchen aus dem Carlsen Verlag angekommen. Deswegen dachte ich mir, wenn das gerade sowieso passend für das Unboxing ankam, dann kann ich es auch mit euch zusammen auspacken. Ich würde auch sagen, wir fangen auch direkt mit dem Carlsen Paket an. Das kam auch relativ unerwartet, weil ich habe das Buch nicht angefragt oder der Verlag hat mich auch nicht gefragt, ob ich das Päckchen haben möchte. Also es kam einfach von heute auf morgen an und ich dachte so, oh, eine neue Buchbox. Und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was hier drin ist. Ich meine, das Buch sagt mir schon was. Also der Titel hatte ich, glaube ich, auch in einem meiner Neuerscheinungsvideos drin. Auf jeden Fall hatte ich es in einem Instagram-Post mit drin zu den Neuheiten. Das heißt, ich weiß schon an sich, welches Buch hier drin ist. Steht ja hier drauf, die Autorin Laura Kadea. Aber ich habe, wie gesagt, trotzdem nicht damit gerechnet. Und jetzt merke ich gerade, dass ich gut vorbereitet bin. Ich habe keine Schere hier. Bin wieder zurück, bewaffnet mit einer Schere und dann gucken wir jetzt mal, was da drin ist. Das wird ja eine Trilogie werden, so wie ich das gesehen habe. Deswegen hoffe ich natürlich auch, dass mir der erste Band dann gefällt, damit ich auch Lust habe, die Trilogie weiter zu verfolgen. Wenn man die Box dann aufmacht, ist als erstes ein Brief drin. Und ich würde sagen, ich lese euch einfach mal vor, was hier drauf steht. Liebe Maren, endlich ist es soweit und The Lesson of Curses von Laura Kadea erscheint. Tauche gemeinsam mit Mattea in die verborgene Welt der Magie inmitten von Prag ein. Auch ein spannendes Setting eigentlich, weil Prag habe ich bisher selten gehabt. In der fesselnden Academy Fantasy muss Mattea die Universita Mystica e Magie in Prag besuchen, obwohl sie viel lieber ihre Ruhe hätte. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, entbrennt zu dem hochmütigen Warlock Atlas eine unwiderstehliche Rivalität. Doch dieser ist Schüler an der verfeindeten Academia Sinistra. An dieser Academy sind auch die Hexe Ellie und Astra zu Hause. Als an einer der beiden Akademien ein Fluch entdeckt wird, müssen die vier ungleichen Freunde zusammenarbeiten. Doch was, wenn die Feindschaft zwischen Schatten und Licht niemals überwunden werden kann? Das klingt auf jeden Fall gar nicht so uninteressant. Ich habe halt momentan sehr wenig Bücher angefragt, weil ich jetzt einfach mich in nächster Zeit ein bisschen mehr darauf konzentrieren möchte, was ich so auf meinem Sub zum Beispiel habe, dass ich da endlich mal ein paar Bücher von befreie. Und deswegen habe ich eigentlich gerade, außer es hat wirklich irgendwie eine persönlich wichtige Bedeutung für mich, es ist eine Autorin, die ich gerne unterstützen will oder wo ich dann vielleicht auch privaten Kontakt auf Instagram habe oder ich weiß nicht, wo irgendeine Lese, wo irgendeine Blogtour stattfindet und ich weiß, da sind ganz viele Blogger auch, die mitmachen, mit denen ich guten Kontakt habe, dass man irgendwie auch so eine schöne und entspannte Runde hat. Das wäre auch okay, aber alles andere habe ich momentan wirklich nichts irgendwo angefragt. Und deswegen ist es ein bisschen schade, wenn dann einfach so noch ein Buch kommt und noch ein Buch kommt und noch ein Buch kommt, so ohne dass man vorher das mal abspricht. Ich freue mich natürlich trotzdem über das Paket. Ich zeige euch, wie gesagt, auch gleich den Inhalt, aber es ist ein bisschen schade trotzdem. Vielleicht hätte die Box dann auch jemand bekommen können, der sie wirklich sich gewünscht hat. Wisst ihr, was ich meine? Also es gibt vielleicht auch irgendwo jetzt einen Blogger, der die angefragt hat, das Buch, und der es nicht bekommen konnte, weil es vielleicht kein Kontingent mehr gab oder sowas. Ich werde es trotzdem auf jeden Fall lesen, beziehungsweise ich habe gesehen, es gibt das auch als Hörbuch. Das klappt ja bei mir momentan ein bisschen besser mit Hörbüchern. Das heißt, ich werde es auf jeden Fall auch hören. Nichtsdestotrotz, weiter geht's mit dem Inhalt. Hier ist als nächstes ein kleines Stoffsäckchen drin. Und das ist tatsächlich schon mal schöner verarbeitet als diese Stoffsäckchen, die in letzter Zeit bei Illumicrate und Fairyloot drin gewesen sind. Okay, jetzt müsste man nur wissen, was das hier ist. Es ist ein Tuch, aber was genau ist das? Also da sind die Sternzeichen drauf und in der Mitte ist so ein Gemisch aus Sonne und Mond drauf. Mein Sternzeichen ist übrigens hier an der Seite. Ich bin ein Widder. Vielleicht ist ja noch irgendwas da drin, was uns das Tuch jetzt erklärt. Eine Kerze ist mit drin, wo das Cover natürlich drauf ist und mit Sicherheit, ich sehe hier schon ein bisschen Glitzer. Oh, die riecht sehr gut. Die riecht richtig gut. Könnt ihr das sehen, dass hier Glitzer drin ist? Riecht richtig gut. Aber ich kann euch jetzt auch nicht verraten, nach was. Also ehrlich gesagt, keine Ahnung. Das riecht relativ süßlich. Und das mag ich ganz gerne. Aber was für eine Süße das jetzt ist, könnte auch ein bisschen Frucht noch mit drin sein. Also könnte auch irgendwie so ein bisschen, ja, irgendeine Frucht, Himbeer, Erdbeer, irgendwie sowas auch. Aber auch sehr süß. Ich mag es auf jeden Fall. Dann ist ein kleines Säckchen enthalten und da ist, ich würde mal vermuten, ein kleines Fläschchen mit Salz drin. Also so grobes Meersalz. Das ist ja auch immer etwas. Oder sind das Kristalle? Das können auch so kleine Rosenquarzkristalle sein, so ganz winzige. Das ist voll schwer zu erkennen. Also es kann entweder so Meersalz sein, gibt es ja auch manchmal, was so dann so leicht rosé aussieht. Oder halt so winzige Rosenquarzstückchen. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das steht leider halt auch nirgends mit dabei, was das ist.
Hier sind auf jeden Fall noch Orakelkarten mit drin. Und da steht auch drauf ein Deck mit 44 Karten. Und es ist auch noch ein kleines Heftchen drin zum Interpretieren der Karten dann. Also je nachdem, was man sich dann da gelegt hat, kann man das dann quasi auch interpretieren selber. Es passt natürlich auf jeden Fall alles zu diesem Hexenthema, was jetzt bisher in der Box drin war. Also auch wenn das jetzt Salz oder Kristalle sind, passt auf jeden Fall beides zu dem Hexenthema. Die Kerze passt und das kleine Säckchen, da kann man bestimmt gut diese Karten hier reinmachen. Hier ist das Anleitungsheftchen, wie man das dann zu lesen hat oder zu deuten hat. Und ansonsten haben wir hier so verschiedene Karten. Die Rückseite ist natürlich auf allen gleich und dann kann ich mir vorstellen, legt man sich das einfach irgendwie hin, mischt das vielleicht durch oder so und zieht sich dann da irgendwelche Karten, vielleicht drei oder vier Stück oder ja, hier hinten sind auf jeden Fall vier drauf und dann kann einem das vielleicht sagen, wie der Tag wird oder sowas. Full Moon in Libra, also der volle Mond in der Waage. Ach, und dann stehen hier auch immer noch so kleine Sachen mit darüber. Du bist sehr nah dran, dein Ziel zu erreichen, zum Beispiel. Das kann man natürlich auch wieder auf sämtliche Ebenen dann beziehen. Also ich glaube, wenn man solche Karten liest, die sind ja sehr allgemein gehalten, dann hat jeder so einen Moment, wo er dann für sich selber interpretieren kann, was dann damit gemeint ist. Ob das jetzt vielleicht ein berufliches Ziel ist oder ob das jetzt ein Ziel ist, was man sich vielleicht als Blogger gesetzt hat. Ich sag mal, vielleicht die nächsten 1000 Abonnenten irgendwo zu erreichen oder sowas. Oder ob das vielleicht in Liebesdingen das Ziel ist, wenn es vielleicht dein Ziel ist, dass du bald heiraten möchtest und du wartest darauf, dass dein Freund dir den Antrag macht. Dann kann man das natürlich auch so interpretieren, dass dann vielleicht man denkt, okay, jetzt ist es dann bald soweit. Also ich glaube, das ist absichtlich auch etwas offen formuliert. Finde ich jetzt aber auch nicht verkehrt. Also ich glaube nicht, dass ich das großartig benutzen werde, aber es ist trotzdem irgendwie eine coole Idee. Und komplett in schwarzem Geschenkpapier, das sieht ja schon wieder ziemlich fancy aus, ist dann vermutlich das Buch. So sieht das Cover aus. Das ist ja quasi, wie die Box von außen jetzt ausgesehen hat. Es hat jetzt keinen Farbschnitt oder irgendwas Besonderes. Es ist ein Paperback, also kein Hardcover. Und ich finde trotzdem, dass die Gestaltung sehr hübsch ist. Irgendwas ist hier auch gerade noch rausgeflogen. Achso, ich zeige euch mal noch in die Klappe. Jetzt ist es wirklich runtergefallen. In die Klappe. Und dann haben wir hier auch noch eine Gestaltung. Also hier ist noch, ja, wie so eine Art Karte. Und ich vermute mal, dass man hier vielleicht so ein bisschen von der Academy sehen kann. Und es ist sogar signiert. Wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es sogar signiert ist. Das ist cool. Band 1 heißt The Lesson of Curses, Band 2 The Secret of Ink und Band 3 The Book of Seals. Und hinten haben wir sogar auch noch eine Gestaltung hier drin. Hier ist auch nochmal die Silhouette von irgendeiner der Akademies wahrscheinlich. Und hier sind auch nochmal Sachen abgedruckt, was das jetzt genau ist. Also hier ist wahrscheinlich Arbeitsmaterial, später Wachte. Die neuen arkanen Künste. Also hier sind wahrscheinlich dann richtig Dinge, die Bedeutung für das Magiesystem in diesem Buch haben. Ja, den Klappentext hatte ich euch ja vorhin schon vorgelesen. Ich finde, er klingt wirklich ganz gut. Wie gesagt, ich werde es auf jeden Fall mir dann als Hörbuch anhören. Und falls ihr Interesse habt, das ist in der Infobox verlinkt. Weiter geht's mit der Zauberbüchse vom August. Das Thema der Box ist Rebellion. Ich weiß auch schon, welches Buch drin sein wird. Und das habe ich tatsächlich auch schon hier, nämlich in einer Fairyloot-Ausgabe. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie die deutsche Ausgabe dazu jetzt aussieht. Ich habe es immer noch nicht gelesen, deswegen ist es auf jeden Fall nicht verkehrt, dass ich jetzt nochmal daran erinnert werde. Das erste, was ich aus dem Päckchen gezogen habe, ist ein kleines Reagenzglas, wo eine Blume drin ist. Ich werde euch das vielleicht etwas näher einblenden müssen, weil ich glaube, das erkennt man sonst nicht so gut. Denkt man sich jetzt vielleicht, was soll das? Aber ich glaube, das passt ganz gut zur Geschichte. Ich lese euch nachher auch noch den Klappentext natürlich vor. Dann werdet ihr sehen, dass das ganz gut dazu passt eigentlich. Und finde ich eine niedliche Idee, kann ich mir auch gut vorstellen, dann zum Beispiel für das Foto zu verwenden. Habe jetzt so als solches nicht wirklich viel Verwendung dafür, aber ich finde das eigentlich ganz niedlich und kann mir trotzdem vorstellen, das auch für weitere Fotos zu verwenden. Also kann ich das vielleicht in meine Fotokiste einfach mit reinmachen, also wo ich meine ganzen Foto-Deko-Accessoires drin habe. Und dafür finde ich das eigentlich ganz cute. Dann ist als nächstes ein kleiner Bleistift mit enthalten und hier steht auch irgendein Spruch drauf: Forget me not, Sprout. Und der hat hier hinten so eine besondere Spitze oder so ein besonderes Ende vielmehr. Wenn man den vorne anspitzt, kann man quasi dann damit schreiben. Und ich habe mal auf der Spoilerkarte geguckt, da steht drauf, es ist ein Samenbleistift. Hier behandelt es sich nicht um einen normalen B-Corp-zertifizierten Stift aus FSC-zertifiziertem Holz, denn sobald er zu kurz zum Schreiben ist, könnt ihr das verbleibende Ende einpflanzen
und euch auf ein blühendes Wunder bereit machen. Das heißt, hier hinten in dieser kleinen Spitze sind wahrscheinlich irgendwelche Samenkörnchen drin. Und wenn ihr das dann einpflanzt, wenn ihr den quasi vollständig aufgebraucht habt, dann kann daraus etwas Neues entstehen. Das finde ich eigentlich ein cooler Gedanke und eine niedliche Idee. Irgendwann schmeißt man sowas halt ja auch sowieso nur weg. Allerdings muss ich auch sagen, ich habe auf Arbeit einen Bleistift, den ich schon Ewigkeit mit mir rumschleppe, weil ich ab und zu den Nummer benutze und ich weiß nicht, wie viele Jahre dieser Bleistift schon bei mir existiert. Also ich arbeite in dieser Firma schon seit 10 Jahren fast und seitdem habe ich diesen Bleistift, glaube ich, auch. Also ich benutze den wirklich sehr, sehr selten, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das bei mir so richtig ist, dass ich den dann in 10 Jahren mal einpflanze vielleicht. Aber vielleicht für jemanden, der noch Student ist oder der noch zur Schule geht oder sowas, da habe ich sowas natürlich auch öfter benutzt. Oder vielleicht für jemanden, der gerne zeichnet, da kann man sowas sicherlich auch gut benutzen. Aber in meinem Alltag spielt leider ein Bleistift jetzt nicht so eine große Rolle. Trotzdem finde ich es aber eine coole Idee. Dann ist noch dieses kleine Stückchen hier drin und ich vermute mal ganz stark, dass das irgendeine Seife oder sowas sein wird. Das hat so eine typische Seifenform. Und hier hinten steht sogar auch drauf Olivenölseife, also wird das auf jeden Fall eine Seife sein. Ich habe mich ja schon gewundert, was an dem Paket so riecht. Jetzt weiß ich definitiv, was es ist, aber es riecht auch sehr angenehm. Und die sieht auch sehr, sehr cool aus, ist natürlich auch wieder passend gestaltet zu dem Buch. Also hier vorne ist auch wieder eine Blüte drauf oder eine Blume drauf und passt natürlich auch von den Farben her wieder. Also so leicht in lila gehalten. Und die riecht, wie gesagt, sehr, sehr angenehm. Guck mal, ob hier irgendwie was dazu steht. Hier steht nur exklusive Seife, handgemacht von @eem.naturkosmetik. Diese wunderbare Naturseife verzaubert mit einem dezenten, cremigen und leicht herben Duft nach Lavendel. Ja, ja, das ist definitiv Lavendel. Wäre ich jetzt so nicht drauf gekommen, aber jetzt, wo ich es lese, dann kann ich das bestätigen. Dann ist noch ein Print mit enthalten. Der sieht auch richtig, richtig schön aus. Also der gefällt mir echt sehr, sehr gut. Ich schätze mal, das ist die Protagonistin des Buches. Hier auch mit so einer kleinen, wahrscheinlich ist da irgendein Trank drin. Ich glaube, auch das gehörte nämlich zu dem Buch. Ich glaube, es war so, dass die aus dieser bestimmten Blume irgendeinen ganz wichtigen Heiltrank herstellen und dass die Protagonistin das unter den ärmeren Leuten verteilt, die sonst normalerweise keinen Zugang dazu haben. Und dann ist das ja das monatliche Buch von Bridget Camara, Trotze der Nacht. Und wie gesagt, das habe ich ja schon auf Englisch, aber ich packe es jetzt auch erstmal aus. Jetzt zeige ich euch dann gerne auch noch den Farbschnitt. Der ist nämlich richtig, richtig cool geworden. Also der ist wirklich designtechnisch wieder richtig schön. Vor allem auch, dass das so ringsrum geht. Und ich finde einfach die Details auch so schön. Also das haben die wirklich sehr, sehr gut gemacht diesen Monat. Auf dem nackten Hardcover haben wir auch noch ein kleines Design. Auch hier sind wieder die Blumen zu sehen. Und der Trank. Dann haben wir noch gestaltete Endpaper. Da ist eine Illustration drin. Und hinten auch. Hinten gefällt mir ein bisschen besser von den Farben her und auch so generell vom Motiv. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das normale deutsche Buch, also nicht die Sonderausgabe von Bücherbüchse, sondern das, was im Handel quasi zu kaufen ist, dass es ein Taschenbuch ist. Und hier ist es eben eine Hardcover-Ausgabe, was ich prinzipiell schon immer mehr mochte. Insofern, ja, war ich da auch ganz froh, dass das in dieser Box drin ist. Das hat auch eine Unterschrift von Bridget Camara, aber zumindest in Kopie, also nicht original signiert, sondern in Kopie. Und dann lese ich euch jetzt mal den Klappentext vor. Als eine mysteriöse Seuche ihre Heimat Kandala heimsucht, setzt die junge Apothekerin Tessa alles daran, den Ärmsten der Armen zu helfen, auch wenn sie damit gegen die strengen Gesetze des Königreichs verstößt. Gesetze, die Prinz Corrick mit aller Härte durchsetzt. Doch als sich der Prinz und die Rebellen eines Tages begegnen, wird alles, was sie zu wissen glaubten, in Frage gestellt. Enemies to Lovers, die Liebesgeschichte von Tessa und Corrick, begeistert auf TikTok Millionen von Fans. Also dieser TikTok-Zusatz finde ich immer ein bisschen nervig, aber gut. Auf jeden Fall eine wunderschöne Ausgabe und jetzt zeige ich euch auch noch das Page-Overlay, was mit dazu kam. Das sieht so aus, finde ich dieses Mal auch wieder besser gestaltet. Das von Rebecca Yarros aus dem Vormonat war ja leider überhaupt nicht mein Fall. Aber das gefällt mir jetzt doch etwas besser. Ich vermute mal ganz stark, das soll Prinz Corrick sein. Und zeige euch das mal, wie man das so in das Buch reinlegt. So sieht das dann aus. Ich habe letztens auch die Frage bekommen, was macht man denn mit diesen Page-Overlays? Also letztendlich ist das nichts anderes als eine Art der Illustration. Nur, dass es etwas zu groß ist für das Buch, sehe ich gerade. Es steht hier etwas raus. Aber es finde ich jetzt auch nicht so dramatisch. Kann ich mir im Zweifel noch zurechtschneiden. Nur, dass es eben so durchscheinend ist und dass ich das dann persönlich ein bisschen besser finde, weil es auch ein bisschen dünner ist und kann man sich dann einfach in das Buch mit reinlegen und
gegebenenfalls, manchmal hat das ja auch wirklich noch einen Sinn an der entsprechenden Stelle. Ich sage jetzt mal, wenn da jetzt zum Beispiel zwei Leute drauf wären, die sich jetzt küssen würden oder so, dann weiß man ja genau, okay, das ist die Szene, wo sie sich jetzt zum ersten Mal küssen. Und finde das dann eigentlich ganz schön, das an der Seite auch wirklich liegen zu haben, wo es dann dazu kommt. Und vor allem ist es bei mir auch so, ich habe die ganzen Prints, die ich hier habe, in so einem Ordner gesammelt, aber es nimmt halt auch einfach Platz weg. Und eine so eine dünne Page-Overlay-Seite mir hier reinzulegen, nimmt mir jetzt nicht so viel Platz weg, wie dann so ein fetter Ordner mit 25 Illustrationen dazu. Deswegen finde ich diese Page-Overlays eigentlich wirklich ganz praktisch. Und ich muss auch dazu sagen, selbst wenn ich weiß, dass ich bestimmte Szenen da als Print wirklich habe, also wie gesagt, immer noch das Beispiel, dass in der Geschichte der erste Kuss von den Protagonisten irgendwie dargestellt ist. Ich gehe aber deswegen nicht rüber an meinen Ordner, auch wenn ich weiß, dass sie da liegt, und gucke mir die dabei an. Wenn das aber als Page-Overlay ich habe und das sowieso in diese Seite reingetan habe, dann komme ich ja sowieso praktischerweise dazu, genau diese Szene zu sehen an dieser Stelle, wo sie eben passiert. Und das finde ich eigentlich sehr praktisch. Deswegen bin ich ein großer, großer Fan von diesen Page-Overlays tatsächlich und kann mir das vorstellen, dass das auch jetzt öfter in Zukunft überall abgedruckt wird. Also ich habe zum Beispiel auch gesehen, bei dem neuen Buch von Katinka Engel, da hat sie auch so ein Set mit dem Verlag zusammen jetzt machen lassen. Das konnte man jetzt bei der Buchhandlung Graf kaufen. Das habe ich mir tatsächlich auch geholt. Und da sind dann eben auch verschiedene Page-Overlays, die man im Laufe der Geschichte halt sich in die Seiten reinsortiert. Und das finde ich echt richtig cool. Braucht man das alles? Sicherlich nicht, aber es ist trotzdem schön. Mich würde wie immer eure Meinung interessieren. Was sagt ihr zur Box? Was sagt ihr zu dem Inhalt? Was sagt ihr zum Buch? Gerne rein damit in die Kommentare. Bei mir ist jetzt noch die Illumicrate Box vom Monat August angekommen und die packe ich jetzt gerne auch noch mit euch zusammen aus. Auf die Box vom August habe ich mich auch schon längere Zeit gefreut, denn da war schon bekannt gegeben worden, dass hier endlich mal wieder eine Tasse von Rosie Thorns dran ist. Und da freue ich mich extrem drauf. Ihr wisst, das war eigentlich immer so mein liebstes Sammel-Item aus den Illumicrate-Boxen, aber leider haben sie dann halt irgendwann aufgehört damit, beziehungsweise sie haben gesagt, dass sie die jetzt nur noch, ja, seltener reinmachen, also nicht mehr so regelmäßig wie früher. Da war sie ja einmal im Quartal, glaube ich, drin. Also alle 3 Monate hatte man quasi eine neue Tasse von Rosie bekommen. Aber das ist denen zu viel geworden, beziehungsweise sie haben halt irgendwie gedacht oder gesagt, dass die meisten wahrscheinlich jetzt schon so viele Tassen haben, dass sie somit nichts mehr damit anfangen können. Und deswegen haben sie dann gesagt, sie machen weniger Tassen. Ich fand es sehr schade. Sie wollten dafür öfter diese Papercrafts von Rosie reinmachen. Damit kann ich persönlich nichts anfangen. Ich bin halt eher so voll der Tassenfan. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die Box. Und das Thema der Box ist Hidden Magic. Und das Erste, was hier drin ist, ist mal wieder so eine Metallbox. Die kennt ihr von der Art her schon, die hatte ich schon öfter in Boxen drin. Zum Beispiel bei Owlcrate waren mal solche drin, da waren auch einmal im Quartal, also habe ich davon 4 Stück. Und dann hatte ich nochmal in einer anderen Box von Illumicrate so eine drin. Ich glaube, das war damals die Box zu Aaron Morgensterns The Night Circus. Und jetzt haben sie halt wieder so eine metallische Box reingemacht. Finde ich prinzipiell immer ein bisschen besser als die von Fairyloot, die so aus diesem Pappzeug sind. Ich weiß nicht, irgendwie mag ich die generell ein bisschen mehr, auch wenn die anderen natürlich im Regal weniger auffallen zwischen den Büchern. Also die hier fallen natürlich deutlich mehr auf, wenn die so aus Metall sind und so ründlich und sowas. Hier steht drauf The Book of Eyes und dann sind da natürlich ganz viele Augen und hier vorne auf der Vorderseite sind auch Augen, die so kristallmäßig aussehen. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Hier ist so, ja, auch so schräge Linien sind da so drin. Und wenn ihr es aufmacht, könnt ihr halt hier irgendwas reinlegen. Ich habe zum Beispiel jetzt auch wieder neue Klebezettelchen bekommen und ich glaube, die mache ich da rein, weil in die anderen Boxen, da passen sie nicht mehr rein. Ich habe nämlich generell sehr, sehr viele Klebezettelchen zu Hause und ich wollte aber noch mehr. Ihr wisst, ich brauche Auswahl und deswegen brauchte ich sowieso mal wieder Platz. Also ich denke mal, da werde ich dann einige reintun. Und hier steht jetzt auch schon, weil das hätte ich nämlich nicht erkannt, zu welchem Fandom das gehört. Das ist nämlich von Margaret Rogerson, Sorcery of Thorns. Also ich glaube, wie der dunkelste... Nee, der dunkelste aller Zauber heißt es auf Deutsch. Habe ich ja immer noch nicht gelesen, aber steht ja dieses Jahr auf meiner Leseliste, also müsste ich es eigentlich endlich mal tun. Dann geht es hiermit weiter und wenn ich das richtig sehe, sind das solche Washi-Tapes. Also es sieht mir sehr stark danach aus. Also das könntet ihr zum Beispiel fürs Journaling benutzen, wenn ihr ein Book-Journal habt und das so verschönert oder sowas. Hatte ich ja vor 1,5 Jahren oder so hatte ich mal ein Book-Journal, wo ich relativ viel drin gemacht habe und auch viel gestaltet habe, aber irgendwann hatte ich dann nicht mehr so die Lust zu, beziehungsweise es ist halt auch relativ zeitaufwendig, muss ich tatsächlich sagen. Also mit dem Anspruch, mit dem ich daran gegangen bin, dass ich halt auch wirklich sehr viel selber drin gestaltet habe, hat das halt nicht so ganz funktioniert, deswegen habe ich es irgendwann abgebrochen. Da habe ich sehr, sehr viele von diesen Washi-Tapes benutzt, aber das, seitdem kann ich da nicht mehr so viel mit anfangen. Ab und zu benutze ich mir noch welche. Aber jetzt auch nicht mehr so häufig. Ich kann jetzt nicht wirklich erkennen, was das hier für Muster sein sollen. Hier sind
Schallplatten drauf. Hier ist ein Totenkopf drauf mit so Hörnchen und so ein Grammophon-Lautsprecher sozusagen und so ein Pentagramm. Und dann ist hier drauf, hier sind ganz viele Bücher und eine Tastatur. Und auf dem anderen ist eine Mütze, sieht aus wie so eine Zipfelmütze und eine Gießkanne und eine Schaufel und so Gartenzeugs. Das könnte zu Mr. Parnassus vielleicht gehören. Da gab es doch auch. Doch, das könnte zu Mr. Parnassus gehören, natürlich. Da war ja auch Lucy mit dabei, der kleine Teufel sozusagen, oder der Satansbraten, nenne ich es jetzt einfach mal, der so gerne Musik gehört hat und so. Ich gucke das jetzt mal nach. Found Family Washi Tape und das gehört zu House in the Cerulean Sea. Ja, also Mr. Parnassus. Krass. Freut mich auf jeden Fall. Das ist ja ein absolutes Lieblingsbuch von mir. Und deswegen finde ich das sehr schön, dass da solche Washi-Tapes drin sind. Ich werde euch die übrigens mal irgendwie näher einblenden, weil die ganzen Details könnt ihr so auf gar keinen Fall sehen. Und die werde ich auf jeden Fall auch behalten, einfach weil ich das Buch liebe. Aber wahrscheinlich habe ich da nicht großartig eine Verwendung für. Wenn sich mal irgendwas ergibt, dann auf jeden Fall. Ab und zu habe ich die mal früher zum Schminken benutzt. Dann habe ich mir die hier so rangeklebt, wenn man so eine ganz scharfe Linie schminken wollte zum Beispiel, was habe ich schon sehr lange nicht mehr gemacht. Oder ab und zu benutze ich sie, wenn ich meine Perlenarmbänder fädel, dass ich das so auf dem Tisch festklebe. Aber ich glaube, dafür wäre mir das ein bisschen zu schade. Da habe ich einfach irgend so ein ganz normales Washi-Tape für. Dann haben wir hier noch Lesezeichen. Und ich glaube, ohne dass ich nachgucken muss, welches Fandom es ist, man erkennt es sofort. Das sind auf jeden Fall die Schattenjäger, weil die hier auch so Runen haben. Und dann haben die hier so ein, hat der hier so ein Dolch oder sowas an der Hand, wo auch so Runen drauf sind. Und wenn ich mir die vom Optischen her so angucke, dann sind das mit Sicherheit die Schattenjäger aus den Chroniken der Unterwelt. Also City of Bones, City of Glass, City of und so weiter. Also diese Reihe wird das mit Sicherheit sein, weil das sieht mir hier ganz stark danach aus. So, ich habe euch die mal aufgefächert. Also das hier ist mit Sicherheit Jace und das hier ist mit Sicherheit, wo ist sie? Das hier ist bestimmt Clary und daneben ist bestimmt Simon. Dann haben wir hier Isabel, also das passt schon zusammen. Das sind auf jeden Fall die Schattenjäger. Ja, kann ich jetzt auch nicht unbedingt so viel damit anfangen, aber werde ich auf jeden Fall behalten. Und falls ich dann mal Reread starte oder sowas, dann suche ich mir da auf jeden Fall einen aus, weil die sind jetzt ja nicht so dick. Also sowas mag ich immer ganz gerne, wenn die Lesezeichen sehr dünn sind. Und abgesehen davon kann ich mir das auch ganz gut mal als Deko vorstellen, wenn man wirklich mal wieder irgendwie ein Foto davon macht oder so, kann man sich das so schön hinlegen und auffächern. Und ich finde, auf Fotos sieht das immer ganz cool aus, deswegen werde ich die auf alle Fälle behalten. Und dann haben wir tatsächlich auch nur noch die Tasse und das Buch. Und das habe ich jetzt extra natürlich zum Schluss aufgehoben, weil ich mich extrem darauf freue. Das ist die Tasse. Es ist leider mal wieder ein Fandom, was ich nicht kenne. Also ich kenne das Fandom schon. Ich habe das Buch tatsächlich auch hier, aber ich habe es noch nicht gelesen. Und das heißt eigentlich endlich mal, dass ich das lesen sollte. Ich finde es auf jeden Fall trotzdem cool, auch wenn ich mir gewünscht hätte. Man kennt ja die Fandoms vorher schon von der Box. Klar, die habe ich jetzt wieder vergessen in der Zwischenzeit, aber wenn ich die jetzt quasi nochmal nachgeguckt hätte und wenn ich mich dann hätte festlegen müssen, von welchem Fandom von dieser Box ich mir eine Tasse wünsche, dann hätte ich hundertprozentig The House on the Cerulean Sea gewählt, weil ich würde das so gerne sehen, wie das als Tasse designt ist. Und da kann man halt auch richtig viel draus machen, weil das ja auch so viele, ja, Personen da mitspielen sozusagen. Die Kinder hätte man so schön darstellen können oder eben auch die Erwachsenen. Also ich finde, das hätte sich als Tasse unfassbar perfekt gemacht und deswegen hätte ich das sehr gerne gehabt. Aber letztendlich ist es jetzt auch nicht ganz so dramatisch, dass es dieses Fandom geworden ist. Stelle ich mir zumindest auch ganz cool vor. Was ihr nicht sehen könnt, was ich die ganze Zeit schon sehe, ist dieser kleine Hinweis. Es ist auf jeden Fall ein Fantasy-Buch, das mit Drachen zu tun hat. Jetzt könnt ihr an dieser Stelle mal raten, welches Buch ich im Regal habe, was noch ungelesen ist, was mit Drachen zu tun hat. Ihr könnt das Video ja mal ganz kurz pausieren und dann schreibt ihr mir das jetzt mal in die Kommentare. Ein ganz kleiner Hinweis befindet sich auch schon hinter mir im Regal. Da steht nämlich der erste Band dazu. Ja, es gehört natürlich zu Der Orden des Geheimen Baumes. Muss ich auch endlich lesen oder als Hörbuch hören, muss ich mir noch überlegen. Auf jeden Fall freue ich mich da auch schon drauf, aber momentan ist einfach nicht so ganz meine Zeit dafür, glaube ich. Jedenfalls zeige ich euch die Tasse einmal von weiter weg. Das sind wahrscheinlich die zwei Damen, um die es auch auf dem Klappentext ging. Ich glaube, das hatte ich noch so halbwegs im Kopf. Und wenn man die Tasse dreht, kommt dann natürlich auch diese Gestaltung hier noch. Blende ich euch auch dann noch mal in der Nahaufnahme gleich ein. Ich finde sie sehr, sehr schön gestaltet. Muss auch sagen, die Seite mit dem Drachen gefällt mir etwas mehr. Wenn die jetzt nicht wäre und es wären nur die zwei Frauen, dann hätte ich die jetzt nicht ganz so schön gefunden. Aber so, wie es dann mit dem Drachen noch ist, das finde ich schon ziemlich, ziemlich cool.
Ja, ich hoffe tatsächlich auch, dass ich das Buch sehr mögen werde. Erstens, weil ich momentan dank Fourth Wing auch so ein bisschen im Drachenfieber bin. Also ich mag Drachengeschichten, glaube ich, ganz gerne. Es ist zwar trotzdem irgendwie noch nicht die Zeit, weil ich jetzt so viele andere Bücher erstmal noch lesen will, die zum Beispiel auf meiner 23 für 23 Liste standen. Da bin ich nämlich noch nicht ganz so weit gekommen dieses Jahr. Das geht jetzt erstmal vor und dann habe ich auch noch so ein paar Dark Fantasy-Bücher, die ich jetzt gerne im Herbst lesen möchte, was einfach so eine düstere Stimmung hat, wo ich richtig Bock drauf habe. Zum Beispiel vielleicht Belladonna, wenn das reinpasst. Und das hat jetzt momentan erstmal Vorrang. Trotzdem habe ich Lust auf diese Geschichte und habe ja jetzt schon die Tasse dazu und habe auch die schöne Illumicrate-Ausgabe und habe ja sogar auch diesen Dolch, der mal in der Illumicrate-Box drin war. Also fandom-technisch bin ich hier schon gut ausgestattet, würde ich sagen. Deswegen wäre es natürlich cool, wenn ich es dann auch mögen würde. Und dann haben wir wieder nur noch das monatliche Buch. Es hat dieses Mal ein etwas kleineres Format als die sonstigen Bücher, die drin sind. Meistens sind die ja doch etwas größer vom Format her. Das hat jetzt, dieses Format stört mich jetzt nicht sonderlich, aber es ist mir halt aufgefallen. Und das Buch heißt Zara. Es sieht auch ziemlich cool aus und das Cover hatte ich damals auch schon gesehen, als es darum ging, welches Buch eventuell hier drin sein könnte. Also ich glaube, das weicht von dem Originalcover gar nicht so doll ab. Aber es hat einen sehr schönen Buchschnitt. Der sieht vorne richtig, richtig cool aus. Und ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, er geht auch ein bisschen hier weiter. Also es ist nicht komplett nur einfarbig hier unten, sondern hier ziehen sich auch diese Rauchschwaden lang. Aber kann man nicht ganz so gut erkennen tatsächlich. Also er ist nicht nur einseitig sozusagen, sondern hat halt auch unten und oben noch kleinere Gestaltungen. Achso, ringsrum sieht das Buch übrigens so aus. Also die Rückseite sieht im Endeffekt auch so aus wie die Vorderseite. Sowas irritiert mich übrigens immer, wenn ich das Buch dann so ins Regal schiebe und ich weiß ganz genau, das Cover war so richtig bunt und irgendwie so rötlich-rosa. Und dann suche ich das die ganze Zeit in der Abteilung bei meinem farbigen Regal und dann ist das aber unter dunkelgrün sozusagen. Also ja, sowas verwirrt mich immer. Es hat leider nichts auf der Rückseite des Umschlages und ich habe jetzt auch schon beim Abnehmen gesehen, die Hardcover sind gestaltet, aber das ist überhaupt nicht so mein Stil leider. Ich glaube, für alle, die gerne Manga mögen, für die ist das komplett was. Ich glaube, die werden das sehr schön finden, aber für mich ist das leider überhaupt nicht mein Stil, wie das aussieht. Ja, es ist jetzt auch nicht wahnsinnig schlimm, also ich finde es jetzt auch nicht dramatisch, aber es ist nicht ganz mein Fall. Und in die Endpaper sind leider auch nur so gestaltet und da ist jetzt auch nicht nochmal ein Bild. Huch, knack. Also Optik bei dem Buch, außer der Buchschnitt, jetzt leider nicht ganz so cool, finde ich. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Und es ist hier noch eine Signatur drin. Ich weiß jetzt leider gar nicht, ob original signiert oder reingedruckt, aber es ist zumindest eine mit drin. Kann dann nochmal gucken, was hier steht. Ja gut, hier steht immer nur signiert. Und es ist eine Hardback Edition vom UK Paperback. Also wahrscheinlich gibt es das in der UK ansonsten nur als Paperback. Ich lese oder überfliege wenigstens mal kurz den Klappentext. Der klingt an sich jetzt nicht uninteressant. Also in der Welt, um die es hier geht, ist Magie verboten. Und Magier werden quasi als Abscheulichkeiten bezeichnet und werden auch dafür beschuldigt, dass sie an der Monsterplage schuld sind, die das Land oder die Welt quasi heimsucht oder vor 20 Jahren vernichtet hat. Und dann geht es hier um die Hauptprotagonistin, die heißt Jin Zara. Und die hat eigentlich schon genug, worüber sie sich Gedanken machen muss. Unter anderem scheinbar eine sehr, sehr fiese Stiefmutter. Dann muss sie sich um ihre jüngere Schwester kümmern, die blind ist. Und sie muss versuchen, ihre Magie unter Kontrolle zu halten. Also offensichtlicherweise kann sie über Magie verfügen und das ist wahrscheinlich in dieser Welt dann relativ schwierig, wenn das ja nicht ganz so anerkannt ist. Und dann kommen aber wahrscheinlich irgendwelche Gerüchte, dass die Monster wieder auferstehen. Und dann lernt sie jemanden kennen, einen jungen Mann namens Hahn, der sie in Kontakt bringt mit einer geheimen magischen Gesellschaft, die sich die Guardians of the Dawn nennen. Und in dem Moment denkt sie dann halt auch daran, dass an diesen Gerüchten mit den Monstern ja vielleicht auch mehr dran sein könnte, wenn es diese Guardians braucht. Eine mysteriöse Plage kommt über die Magier von Sarnay und verwandelt diese in Monster. Und die müssen jetzt halt einen Weg suchen, das aufzuhalten, bevor natürlich noch mehr Leute in Monster verwandelt werden. Und bevor es vielleicht auch jemanden trifft, den man liebt. Ja, es klingt an sich schon ganz interessant, aber ich bin echt ein bisschen enttäuscht von der Ausgabe, weil sie halt einfach optisch nicht ganz meinem Geschmack entspricht, bis auf diesen wunderschönen Buchschnitt, der ist wirklich richtig toll. Aber so die Gestaltung unten drunter fand ich jetzt echt leider nicht so schön. Nichtsdestotrotz werde ich es erstmal behalten und vielleicht irgendwann mal lesen.
Und weil wir jetzt hier gerade so schön zusammensitzen, zeige ich euch einfach mal noch eine Box, die bei mir angekommen ist, nämlich vom Löwe Verlag. Ich könnte wetten, dass die meisten von euch schon wissen, was hier drin sein wird, wenn man das Cover kennt. Und wenn ihr meine Neuerscheinungsvideos regelmäßig guckt, dann wisst ihr es auf jeden Fall. Hier ist das neue Buch von Caroline Wahl drin, Skogen Dynasty. Abgesehen davon, passend zum Buch, ist noch eine kleine Kekspackung drin gewesen. Süße Grüße aus Oslo, das passt natürlich zum Buch. Ich werde euch gleich mal den Klappentext noch vorlesen. Und hier waren Kekse drin, aber leider hat kein einziger Keks diesen Versand überlebt. Ich weiß echt nicht, wie die Versanddienstleister damit immer umgehen, dass die so krass zerbröselt sind, weil das kam nicht in diesem Karton. Also da war natürlich noch ein Karton außenrum und hier ist auch ein bisschen Füllmaterial drin in dem Paket. Also wie die das geschafft haben, dass das komplett alles zerbröselt ist, frage ich mich auch. Aber es war auf jeden Fall eine süße Idee und wenn ich das noch richtig erkennen kann, dann sollten das solche Herzchen sein, also Kekse in Herzform. Und da war auch das Logo drauf, also dieses SD, was vorne auf dem Karton hier auch drauf war, das war hier quasi auch zu sehen. Essen kann man sie natürlich ja trotzdem noch. Und ansonsten ist auch nur das Buch noch in der Box gewesen mit diesem wunderschönen Farbschnitt, der auch limitiert auf die Erstauflage ist. Also wenn ihr das Buch mit Farbschnitt wollt, dann solltet ihr es definitiv vorbestellen. Und ich freue mich ja schon extrem drauf, wie dieses Buch sein wird. Ich hatte ja bei der Leipziger Buchmesse das Glück, dass ich bei dieser Release-Party sozusagen dabei sein durfte, also wo dann die Geschichten vorgestellt wurden, wo die Cover das erste Mal gezeigt wurden. Und das hat ja auch die Autorin selbst erzählt. Und das hat einfach so viel Lust auf mehr gemacht. Deswegen bin ich ja sehr gespannt drauf. Hier haben wir auch eine Charakterkarte dazu, also die Illustration dazu. Und ich lese euch gleich mal vor, was hier auf dem Klappentext steht. Aber was ich noch entdeckt habe, ist, das Buch ist tatsächlich sogar signiert. Da freue ich mich ja auch sehr drüber. Und wir haben sogar ein Lesezeichen dazu. Wie cool. Da steht auch auf der Rückseite nochmal, dass Band 2 und 3 nächstes Jahr erscheint. Jetzt aber auch endlich mal zum Klappentext. Pferderennen in Ascot, Studium in Cambridge, Formel 1 in Monaco. Alexander Scogan führt ein Luxusleben, bis er nach einem skandalösen Video für eine Weile untertauchen muss. Gezwungenermaßen nimmt er daher an einer Trekking-Tour durch die Wildnis Norwegens teil. Geführt wird diese von Nora, deren Leben so ziemlich das komplette Gegenteil von Sanders ist. Was passiert, wenn die beiden kollidieren? Können sie der Wucht des Aufpralls standhalten oder werden ihre so unterschiedlichen Welten von Grund auf erschüttert? Ich bin richtig, richtig, richtig gespannt drauf. Das ist so, ja, das ist nicht Enemies to Lovers, das ist so Strangers mit gewisser Grundabneigung gegeneinander to Lovers, würde ich sagen. Also so hatte sie es auf jeden Fall beschrieben, weil die sich halt ja kennenlernen und kommen ja schon aus sehr extrem verschiedenen Welten und dadurch hat man natürlich erstmal so eine gewisse Grundeinstellung wahrscheinlich gegenüber dem anderen. Also vor allem, wenn ich das aus Noras Welt sehe und weiß ich nicht, das reiche Söhnchen da irgendwie ankommt und so eine Trekking-Tour mitmacht, ja, kann ich auf jeden Fall ein wenig nachvollziehen und ich freue mich hier wirklich sehr extrem drauf. Und werde euch dann auf jeden Fall im Lesemonat nächsten Monat quasi meine Meinung dazu mitteilen. Das ist dann der Lesemonat September. Ich plane es nämlich ganz fest, diesen Monat zu lesen. Und ansonsten auch vorab schon auf Instagram, wenn ich meine Rezension dazu hochlade. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt mir ja wie immer gerne mal eure Meinung zu den Boxen in die Kommentare schreiben. Wie fandet ihr das Buch aus der Illumicrate Box? Was sagt ihr zu dem Buch aus der Zauberbüchse? Alles rein in die Kommentare damit. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video auch gerne wiedersehen. Bis dahin, macht's gut!